Seit 21. Oktober hilft Maurice Schulz dem Nürnberger Gesundheitsamt aus. Zusammen mit 27 Bundeswehrlern ermittelt der 25-Jährige aus Feldkirchen Kontaktpersonen und schickt sie in Quarantäne. Von gerade noch sauer bis hin zu gut, weil endlich ruft mich jemand an. Und so viele Fragen, die offen sind. Wie verhalte ich mich richtig? Was darf ich nicht? Das erläutern wir den Menschen allen am Telefon und versuchen auch immer sehr, sehr einfühlsam auch zu sein, weil es ist keine leichte Situation. Wir haben teilweise Familien, die haben 2, 3 Kinder. Ich hatte auch schon alleinerziehende Mütter, alleinerziehende Väter. Die sind verzweifelt, weil sie wissen nicht genau, wie lange der Quarantänezeitraum ist. Muss man denen das nochmal erklären? Und auch bei Rückfragen stehen wir jederzeit immer gerne wieder zur Verfügung. Insgesamt 275 Personen arbeiten derzeit im Corona-Prozess. Weil das Gesundheitsamt aus allen Nähten platzt, leistet nun auch die Bundeswehr Amtshilfe. Der Grund: Im letzten Monat haben sich die Corona-Zahlen in Nürnberg vervierfacht. Außerdem ist das Infektionsgeschehen jetzt größer als in der ersten Welle. Damals war von 25 Neuinfizierten pro Tag die Rede, jetzt sind es 100. Haben die Verantwortlichen zu spät reagiert? Wir haben ja schon seit dem Sommer uns auf die zweite Welle vorbereitet und wir haben auch Szenarien gerechnet, wie viel Personal wir brauchen. Man muss aber auch sagen, dass jetzt die Zahl der Neuinfektionen eben 4-mal so hoch ist wie während des Höhepunkts der ersten Welle. Und das haben wir, glaube ich, in der Höhe, in der Schärfe nicht vorhersehen können. Wir machen aber den Personalaufbau laufend und deswegen halt diese 3 Schritte auch. Also wir bauen Personal auf. Wir schauen, dass unsere Prozesse optimiert werden und wir fokussieren uns halt auf das, was jetzt wirklich dringend ist. Die Stadt hält am Containment fest. Es gilt weiterhin, die Infizierten und Kontaktpersonen so schnell wie möglich zu informieren, um Infektionsketten zu unterbrechen. Das verlangt auch der Bundeswehr nun viel ab. Wir haben am Montag und Dienstag insgesamt 363 Menschen, die infiziert waren, isoliert. Daraus resultieren Kontaktpersonen. Man redet so pro Haushalt 2 Kontaktpersonen, das ist unten angesetzt. Es müsste dann ungefähr einen Pool ergeben von 1500 Kontaktpersonen. Aktuell haben wir es wirklich gestern geschafft, 702 Menschen in die Quarantäne zu schicken, also Kontaktperson 1. Es ist eine neue Herausforderung, der er sich gerne stellt, sagt Maurice Schulz. Hilfe, die gerade zur rechten Zeit kommt und länger bleiben soll. Die so wertvolle Unterstützung der Bundeswehr soll noch bis mindestens Anfang Dezember verlängert werden.